20:15 Uhr, Wien, Charlotte Link, die letzte Spur. Rosanna Hamilton, Jasmin Grad, sucht ihre vermisste Freundin Elaine Dafson, die vor 3 Jahren zu ihrer Hochzeit reiste und nie ankam. Seitdem ist sie spurlos verschwunden. Wurde sie das Opfer eines Frauenmörders, den die Polizei bisher vergeblich jagt? Als die Journalistin auf Drängen ihres Chefs in einer TV-Talkshow auftritt, um für ihre Artikelserie zu werben, meldet sich plötzlich ein Zuschauer. Bei ihm wohnt eine Frau zur Untermiete, Elaine Dafson, Rosannas Freundin auf dem vermissten Foto. Rosanna macht sich auf den Weg zu dem abgelegenen Haus in der Nähe von London, ohne zu ahnen, worauf sie sich einlässt. 20:15 Uhr, ZDF, wenn du wüsstest, wie schön es hier ist. Hannes Muck, Gerhard Liebmann, ist Postenkommandant der ehemaligen Bergbaugemeinde Hüttenberg im Kärntner Hinterland. Mord und Totschlag kennt er vorerst nur aus dem Fernsehen. Bislang hat er vorrangig Probleme mit seinem spiritistischen Vater, Branko Samarowski, der sich auf seine alten Tage den Wohltaten des Buddhismus zuwendet. Auch die Frauen reagieren auf die Avancen des schüchternen Polizisten eher unwillig. Eines Tages ändert sich jedoch alles, bei einer Rettungsübung wird ein totes Mädchen in dem stillgelegten Bergwerk gefunden und Muck soll den Fall übernehmen. 20:15 Uhr, MDR, Polizeiruf 110, Wolfsmilch. Staatsanwältin Iris Meissner, Katharina Jakob, hatte vor einigen Jahren die Ermittlungen wegen organisierter Kriminalität gegen Nicola Weiner, Michael Brandner, auf Anweisung ihres Vorgesetzten einstellen müssen. Die Ehefrau und Geschäftspartnerin Weiners hatte sich kurz nach ihrer Ankündigung, gegenüber der Staatsanwältin aussagen zu wollen, ins Ausland abgesetzt. Als 3 Jahre später bei Routinearbeiten der Wasserbehörde in der Saale zufällig die Leiche der Frau entdeckt wird, rollt Meissner den Fall wieder auf. Kein leichter Fall für die Hauptkommissare Herbert Schnücke, Jackie Schwarz, und Herbert Schneider, Wolfgang Winkler. 20:15 Uhr, ZDFNEO, Inspektor Barnaby, wenn der Morgen graut. Dougi Hammond war im Erschießungskommando, als Leutnant Hicks im Ersten Weltkrieg hingerichtet wurde. Seitdem pflegen die beiden Familien Hicks und Hammond eine tiefgreifende Feindschaft. Mittlerweile sitzen auch der Sohn des Todesschützen von damals, Colonel A. Der Henry Hammond, Donald Zinden, und sein Widersacher Leon Hicks, Georg Hohle, im Rollstuhl. Eine Bombe verfehlt nur knapp das Ziel, Leon zu töten. Aber Henry wird in seinem Rollstuhl nachts auf der Straße erschossen. 21:50 Uhr, ZDFNEO, Inspektor Barnaby, ganz in Rot. Colys bevorstehende Hochzeit mit Simon sorgt für Aufregung im Hause Barnaby. Das Familienoberhaupt zeigt sich geizig wie eh und je, Colly, Laura Hobart und Simon bekommen deswegen einen handfesten Streit. Währenddessen wird auf der Hochzeit von Ned Fitzroy, dem Earl of Bledlow, Charles Edwards, die Brautjungfer Marina mit einem antiken Familiendolch an die Wandvertäfelung gespießt. Der Hochadel feiert indessen ungerührt weiter, auch als im Schloss 2 weitere Menschen ermordet werden. 21:45 Uhr, HR, Tatort, Spiel auf Zeit. Beim Überfall auf einen Gefangenentransport wird der Häftling Volker Zahn, Detlef Bute, befreit und ein Polizist getötet. Aus dem Gefängnis meldet sich Viktor Demann, Philipp Peters, Den Lannert, Ricky Müller und Boots, Felix Klare, vor Jahren Verhafteten, und bietet Informationen im Austausch gegen Hafterleichterungen. Tatsächlich gelingt es ihnen aufgrund seiner Tipps, ein Entführungsopfer zu befreien und Hinweise auf einen neuen großen Coup des Bankräubers Zahn und seiner Gang zu bekommen. Mit der Aussicht, für die verbliebene Haftzeit Freigänger werden zu können, verspricht man, weitere Informationen über den geplanten Überfall zu beschaffen. 22:15 Uhr, RBB, Tatort, Schweinegeld. Im Kühlhaus seiner Fabrik wird der Berliner Fleischkönig Hans Merklinger tot aufgefunden. Der Tote war bereits seit Tagen verschwunden, wurde aber nur von seiner geliebten Kathi, Alexandra Winter, als vermisst gemeldet. Als Ritter, Dominik Krake, und Stark, Boris Aljenovic, in die Fleischfabrik kommen, sind keine Arbeiter aufzufinden.
Der Sohn des Chefs, Maximilian, Lukas Gregorowicz, behandelt die Kommissare mit kühler Überheblichkeit, steht er doch gerade in Vertragsverhandlungen mit den ukrainischen Brüdern Litwin.